Herzlich willkommen zu meinem 27. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenz. Und jetzt geht es darum, dir sogenannte Dateinamenerweiterungen anzeigen zu lassen. Was sind diese Dateinamenerweiterungen? Auch Extensions genannt. Das sind sogenannte DOCX, ODT, DOC wären Beispiele dafür. Das heißt, das, was hinter dem Dateinamen steht, daran kann man erkennen, welche Art von Datei es ist. Ob es sich zum Beispiel um eine Textdatei handelt oder eine Bilddatei. Ja, wie kann ich mir das anzeigen lassen? Ich habe hier den Explorer geöffnet. Und habe hier zwei Dateien Blume. Und da habe ich vielleicht eine andere Größe, ein anderes Herstellungsdatum, Erzeugungsdatum, Änderungsdatum, was auch immer. Und wirklich anschauen kann ich mir das oder anzeigen lassen kann ich mir den Unterschied. Wenn ich hier zum Beispiel Registerkarte starten, gehe ich auf Ansicht und setze hier das Häkchen auf der rechten Seite bei Dateinamenerweiterung. Dann sehe ich hier Punkt JPEG, Punkt Text und kann dann schon erkennen, wenn ich weiß, JPEG ist eine Grafik, ist ein Foto. Dann kenne ich mich da schon einmal aus, dass hier das wahrscheinlich ein Foto ist. Wenn ich hier auf Vorschaufenster gehe zum Beispiel, könnte ich dann hier sehen, dass es hier sich wirklich um ein Foto handelt. Ich klicke es jetzt hier mal weg. Und wenn ich weiß, dass .txt eine Textdatei ist, werde ich dementsprechend dann auch erfolgreich sein können. Ähnliches gibt es dann natürlich bei DocX. Dann wüsste ich, dass es ein Word-Dokument zum Beispiel ist. Ja, also bei der Registerkarte Ansicht, dann auf Dateinamenerweiterungen gehen. Dann haut das hin. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.